später Abend in Hamburg. Die Lieblingszeit der Kontrollgruppe Autoposer. Denn Raser und Tuner fühlen sich nun meist unbeobachtet. Und genau die wollen die Beamten Christoph Macke und Gregor Lesnik stoppen. Sie halten zum Beispiel Ausschau nach hochmotorisierten Fahrzeugen. Dieser Mercedes könnte interessant sein und sorgt für Verwirrung. Fährt vorne? Das klang anders. Klang nicht nach 500. Der Mercedes vor Ihnen ist laut Kennzeichnung ein CLS 500. 408 PS stark. Doch die Kennzeichenabfrage birgt eine Überraschung. Das ist gar kein 500er. CLS 350 ist es sogar nur. Ja, dann? 73 darf der. Niemals. Wir haben gehört, dass sich das auffällig anhörte. Und dann fragen wir über unsere entsprechenden Geräte ab, was für ein Modell das ist. Und sehen dann eben in diesem Fall, dass es halt kein CLS 500er war, wie der Aufkleber auf dem Heck suggerierte, sondern es war halt ein CLS 350er. Also, mal horchen kurz. Früher wurden die CLS 500 auf AMG gemacht. Jetzt werden die 350er auf CLS gemacht. 500 oder was? Ja, ungefähr so. Da können wir sehen, dass das Fahrzeug normalerweise flüsterleise sein müsste. War es aber nicht. Man konnte das deutlich wahrnehmen. Horche. Nein. Da fehlt doch was. Nein. Direkt hier? Ja, gewöhnt. Die Vermutung. Nicht nur das Modell ist manipuliert, auch die Auspuffanlage klingt anders als beim CLS 350 erlaubt. Zeit für eine Kontrolle. Moin, die Polizei. Bleiben Sie wieder am Fahrzeug. Führerschein, Fahrzeugstände, die haben wir gern gesehen. Wir interessieren uns ein bisschen für die Technik des Fahrzeuges. Klingt ein bisschen laut für einen 350er. Haben Sie irgendwelche technischen Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen? Nein. Gar nichts? Nein. Okay. Dann also TÜV hat das Fahrzeug? Ja, ich wollte gerade sagen, TÜV bedeutet leider nicht viel. Okay. Wir gucken uns alles einmal ganz kurz an. Wenn das alles in Ordnung ist, dann geht die Fahrt für Sie gleich weiter, ja? Okay. Die falsche Kennzeichnung ist kein Problem. Doch wenn die Lautstärke entsprechend verändert wurde, wird es kritisch. Meiner Meinung nach wollen die Herrschaften suggerieren, dass sie ein großes Fahrzeug, ein hochmotorisiertes Fahrzeug fahren. Und dementsprechend wird dann Aufkleber drauf gebappt. Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Also vielleicht will man so ein bisschen posen, will man so ein bisschen zeigen, dass man ein großes Fahrzeug fährt. Ist häufig leider mehr Schein als sein. Ich liebe es, mich in den Dreck zu legen. Warum holst du keine Folie? Ja, weiß ich auch nicht. Da ist eine Schweißnaht, die längs geht und hier ebenfalls. Ne? Genau, und wenn ich die jetzt gleich abklopfe, werden sie sich hohl wie eine Dose anhören. Oder? Ja, okay, Rohr reingeschweißt. Genau, in dem Fall ist es ähnlich, wie ich vermutet habe. Wenn man die aufmacht und ein Rohr reinschweißt, dann wird der Schall ja nicht quasi durch die schallabsorbierenden Elemente geführt, sondern quasi geradeaus durchs Rohr. Und dann hat der natürlich auch keine Wirkung, ne? Und deswegen klingt es lauter. Wir gucken mal. Kleines Problem. Die Rennschalldämpfer wurden manipuliert. Die wurden einmal geöffnet, da wurde ein Rohr reingeschweißt und dementsprechend werden sie wahrscheinlich den Schall nicht so absorbieren, wie sie ihn absorbieren sollen. Wir werden gleich eine Schallpegelmessung machen. Der Kollege bereitet alles vor. Ich bin fertig. Du bist fertig? Gut. Dann dürfen Sie einmal bitte den Motor starten. Den Motor starten? Jawohl. Sie dürfen dann gleich auf 3750 Umdrehungen drehen. Das beobachte ich. Gucken wir mal an, ob Sie es treffen. Bei 3750 Umdrehungen halten und wenn ich Stopp sage, schlagartig vom Gas gehen. Okay, los geht's. Ah, nicht so, die sind viel zu schnell. Ne? Lassen Sie mal los. Ganz sachte. Auf 3,57. Das heißt unter 4000 Tun. Okay. Okay, wenn Sie mögen, mache ich das für Sie. Nein, nein, nein. Behindert der Mann die Messung weiter, müssen die Beamten gleich andere Maßnahmen ergreifen. Ganz langsam. Na, noch ein bisschen mehr. Hier halten, 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 halten und loslassen. Knapp drüber. 80. Ja, er darf 73, ne? Gut, einmal den Motor ausmachen bitte und aussteigen. 7 Dezibel zu laut. Was wenig klingt, macht viel aus. Kommen Sie einmal zu mir. Ich erkläre Ihnen das gleich. Sie sind zu laut. Sie sind 7 dB drüber, das heißt, Sie sind mehr als doppelt so 7 laut. 7 dB, ach so. Ja, ist mehr als doppelt so laut, wie das Fahrzeug sein darf. Okay. Ich zeige Ihnen noch den Grund. Wissen Sie es? Soll ich es Ihnen zeigen oder haben Sie es selber gemacht? Nee, ich will es sehen.
Er gab an, dass er das selbst nicht wusste. Ja, ist natürlich die Frage, ob man das wirklich nicht wusste oder nicht. Das kann ich vor Ort gar nicht prüfen, weiß ich nicht. Wir hören jeden Tag ganz viele Geschichten. Aber ansonsten war der nett und ja, ich habe ihm das auch nochmal erklärt und gezeigt. Interessiert, nennen wir es mal interessiert. Wenn Sie da reinschauen, sehen Sie, dass da ein durchgehendes Rohr ist. Ja. Sehen Sie das? Ja. Wenn Sie hier an die Seite schauen, einmal oben drüber, dann sehen Sie eine Schweißnaht. Hm, ja. Normalerweise funktioniert es ja so, dass es entweder ein Absorber oder ein Endschalldämpfer mit Prallblechen. Normalerweise haben diese Modelle Prallbleche. Das heißt, der Schall wird vorne in den Endschalldämpfer eingeführt. Durch die Prallbleche wird er geführt. Ja. Wenn Sie da jetzt ein Rohr reinsetzen, dann passiert diese Mechanik nicht mehr. Ne? Dann gibt es ja keine Prallbleche, an denen der Schall gebrochen werden könnte. Ja. Sondern dann fließt er quasi ungehindert durch. Diese Manipulationen finden wir halt häufig bei Fahrzeugen, die suggerieren, einen größeren Motor verbaut zu haben, weil man eben, wie will man den Klang sonst optimieren, nenne ich das jetzt mal, damit das Fahrzeug klingt wie ein AMG oder damit das Fahrzeug klingt wie ein CLS 500er, werden halt gewisse Sachen geändert, die halt häufig nicht zulässig sind. Was heißt das jetzt für mich? Also was? Das erkläre ich Ihnen gerne. Betroffene haben Ordnungswidrigkeitenverfahren, müssen sich dazu vor der Polizei nicht äußern. Das Ganze ist Bußgeldbewehrt, kostet die 90 Euro und gibt einen Punkt. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Streckensnachricht, die Fahrt ist hier vorbei. Ja. Das Fahrzeug wird sichergestellt, es kommt gleich ein Abschlepper. Komplett vorbei? Komplett vorbei, Sie dürfen zu Fuß bleiben. Scheiße. Ein Schock für den Fahrer. Zur Beweissicherung wird der Mercedes sichergestellt und später einem Gutachter vorgeführt. Sie werden dann ein Gutachten bekommen, da wird alles draufstehen, was Sie verändern müssen. Diese Menge müssen Sie dann beheben. Dann müssen Sie nachweisen, dass diese Menge behoben wurden beim TÜV Ihrer Wahl. Mhm. Und wenn Sie dann so einen Schrieb vom TÜV Ihrer Wahl haben, der dann bescheinigt, hey, die Mängel, die Polizei da gefunden hat, die sind beseitigt worden, dann mit diesen Schreiben müssen Sie dann zu Ihrer Zulassungsstelle, ob Sie das hier beim LBV West, Nord oder wo auch immer oder Süd machen, das ist Ihre Entscheidung. Ja, okay. Leider, wie gesagt, ist aber Fakt, dass okay, das ist scheiße. In frühestens 4 Tagen kann der Mann seinen Wagen wieder abholen. Auch wenn Gregor den Ärger des Halters nachvollziehen kann, ändern kann er daran nichts. Das war's dann, ja. Ja. Tut mir leid, scheiß Abend. Ja. Das sind keine unerheblichen Kosten. 90 Euro Bußgeld plus ein Punkt zuzüglich der Verfahrenskosten. Die belaufen sich bei diesem Fahrzeug bei rund 1.000 Euro. Es könnte ein bisschen über 1.000 Euro werden, aber das ist schon teurer Spaß. Das Taxi nach Hause ist da noch nicht mit eingerechnet. Für die Beamten hingegen geht's im Zivilwagen weiter auf Streife durch Hamburg.